Ein Mann schießt in einer Moschee in Oslo um sich und verletzt dabei zwei Menschen. Die Ermittlungen zur Tat führen die Beamten zu einem Haus, in dem sie eine Leiche entdecken. Es handelt sich bei der Toten womöglich um eine Angehörige des Schützen. Neben dem glimpflich verlaufenen Überfall auf eine Moschee nahe der norwegischen Hauptstadt Oslo könnte auch ein Tötungsdelikt auf das Konto des festgenommenen Tatverdächtigen gehen. Der gebürtige Norweger stehe wegen des Fundes einer Frauenleiche in seiner Wohnung unter Mordverdacht, sagte Polizeisprecher Rune Skjold auf einer Pressekonferenz. In welcher Beziehung das Opfer und der mutmaßliche Täter standen, ließ Skjold offen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet hingegen, ein Polizeisprecher hätte ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen der toten Frau und dem Schützen bestätigt. Die Leiche sei bei der Durchsuchung mehrerer Gebäude nach dem Überfall auf die Moschee entdeckt worden, hieß es. Der Festgenommene sei bislang nicht vernommen worden, da er noch medizinisch behandelt werde und noch keinen Anwalt habe. Derzeit werde der Zwischenfall nicht. Der Mann wird beschuldigt, schwer bewaffnet in die Al-Noor-Moschee in Bærum nahe Oslo eingedrungen zu sein. Die Umstände legen nahe, dass er dort möglicherweise ein großes Blutvergießen anrichten wollte. Drei Gläubige hätten sich nach dem Gebet noch in der Moschee aufgehalten, als jemand mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnet in das Gebäude eingedrungen sei, sagte Moscheevorstand Ifran Maschtek dem Sender TV2. Zwei der Männer seien sofort in Deckung gesprungen, doch ein rund 70 Jahre alter Mann habe den Angreifer überwältigt. Im Gerangel seien Schüsse gefallen. Der Angreifer sei schließlich durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch einer der Moscheebesucher seien leicht verletzt worden, sagte Polizeisprecher Skjold. Über die Art und Ursache der Verletzungen schwieg er sich aus. Auch zu den am Tatort gefundenen Waffen sagte Skjold nichts. Der Angreifer selbst hatte den Angaben zufolge eine Schutzweste, schwarze Kleidung und Knieschützer getragen. Die Internetaktivitäten des Festgenommenen samt seiner jüngsten Nachrichten in sozialen Netzwerken und Online-Foren würden noch überprüft, sagte Skjold. In einer der Nachrichten, die laut dem Sender TV2 nur Stunden vor der Tat verfasst wurde, soll sich der Verdächtige wohlwollend über den Terroranschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch geäußert haben, bei dem ein Rechtsextremist im März 1951 Menschen erschossen und weitere 50 verletzt.